Erstmal strecken, dann geht's los, Olaf. Komm, mach mal Reste hier. Ich mach mal Reste. Ich fange mal an mit einem Hörspiel. Ach, das ist schon aus dem Januar neu erschienen. Das wurde aufgelegt, weil es einen gleichnamigen Kinofilm gibt. Martin hat den bestimmt gesehen, der alte Film, ne? Nein. Nein. Alles kenne ich nicht, nee. Es geht um die Schwarzen Brüder, bei Sauerländer Audio erschienen. Wieder erschienen, das gab es schon vor 2-3 Jahren, ist es erstmals aufgelegt worden. Da ist es aber auch schon bei mir vorbeigegangen. Ein Radiohörspiel nach der Story von Lisa Tetzner. Es geht da drin um Schweizer Kinder, die von Mailänder angeworben werden, um als Kaminfeger zu arbeiten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie werden nämlich, weil sie als Kinder relativ schmal sind, im armen Tessin halt eben keine Chancen haben und von ihren Eltern weggegeben müssen, können die wunderbar in Mailand durch die Kamine kraxeln und die vom Ruß befreien. Und um einen dieser schwarzen Brüder geht es, der aus dem Tessin von seinen Eltern verkauft werden muss, weil die Eltern total am Hungertuch nagen und vollkommen verschuldet sind. Der geht dann nach Mailand und wird als Schornsteinfeger in einer sehr, ja, als Sklave gehalten, muss man schon sagen, also übelsten Zustände. Und er lernt dann eine quasi Gilde kennen, eine Gruppe von Jugendlichen, die ebenfalls Kaminkehrer sind, und die rotten sich zusammen, kämpfen auch unter anderem gegen eine Bande von Mailänder Jungs, die halt eben etwas besser sind. Unter anderem gehört da der Sohn des Schornsteinfegermeisters auch dazu. Und es geht dann halt quasi um diese Geschichte in Mailand, aber auch dann, wie sich das Ganze dann später auflöst. Und das Ganze wird auch aus einer rückwirkenden Perspektive erzählt. Und zwar der schwarze Bruder, der im Mittelpunkt steht, entdeckt quasi den Verkäufer, der ihn damals nach Mailand verkauft hat. Den entdeckt er im Zug wieder und von da an erzählt er diese Geschichte dann rückblickend, ja. Das ist ja furchtbar. Ja, das ist auch ein sehr bewegendes Hörspiel, wobei ich es tatsächlich nicht so bewegend fand, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also ich habe gedacht, das ist total, wird das total auf die Nervendrüse drücken. Also ich fand es dann doch etwas, ja, leichter, als ich es gedacht hätte. Also auch gerade, dass da so viele Jugendgeschichtenelementen so mit diesen Bandenkriegen und sowas, das nimmt da so ein bisschen so die Dramatik ein bisschen raus. Mhm. Aber es ist schon, also so, wenn es an das Eingemachte geht, also als er da so fast in einem Schornstein erstickt und sowas, das ist schon, ja, doch nicht ohne. Ja, zu was völlig anderem. Ja, das ist ein harter Schnitt. Es ist nämlich im März auch erschienen, das Ergebnis eines Crowdfundings, war ja. Das doch, ne? Und zwar der vierte Teil von Adams van Goot. Er geht tatsächlich weiter. Grüße aus Zwischenwelt vom Comic Culture Verlag. Ja, ich sag mal, amputierte Nacktmullen. Ja. Das ist so unter anderem etwas, worum es geht. Also, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, Boff ist mit seiner Freundin auf Goot und versucht, in Teil 4 von Goot runterzukommen, was sich nicht so leicht gestaltet, weil einerseits Sachen dazwischen kommen, wie die Bürokratie auf Goot, die das verhindert, und andererseits ein Krieg ausbricht, in den Boff mal kurzerhand als Soldat eingreifen muss. Ein völlig absurder Krieg. Okay, Kriege sind per se absurd, aber hier nochmal. Ja. Noch mal mehr. Ja, Spoiler, Boff stirbt in diesem Krieg tatsächlich und seine Freundin kriegt das dann mit, ist völlig verzweifelt. Damit aber ist die Geschichte nicht vorbei, denn Boff tritt eben in diese, ja, Zwischenwelt und wird von so einem, nicht Kanufahrer, wie heißt der denn, der Fuzzi im Mythos? Der Fährmann. Danke. Vom ja. Fährmann soll er eben transferiert werden. Der Fährmann will aber Geld von ihm. Boff hat natürlich keine Kohle dabei, weil ihm eben niemand hier, was man normalerweise macht, hier Geldstücke aufs Auge drücken. Ist nicht passiert. Mhm. Und das Ganze wird immer noch verwirrender. Dann geht's auf einmal um die schon angekündigten Nacktmulle, die amputiert werden, die sich zur Wehr setzen. Das Ganze endet in einem völlig absurden Konflikt zwischen Nacktmullen, Gotianern. Es ist ein einziges kunterbuntes drunter und drüber, das witzige Momente hat, aber anstrengend ist und leider nicht über die lange Spieldauer diesen Witz beibehält. Und ja. Es funktioniert leider nicht wirklich. Ja, es steht da hinten drauf. Lustig, naja. Ist so eine, die Menge der Nacktmullen und die halten Schilder hoch. Der eine hält ein Schild hoch mit lustig und der andere hält ein Schild hoch mit naja. Das ist schon wieder witzig. Ja, das ist auch witzig. Ich finde auch, dass man diese Richtigstellung, also es geht da um die Mulle und dass man sie als die Mull benannt und eigentlich der Mull heißt. Ja. Man gibt dann auf der CD, also im Booklet, nochmal eine Richtigstellung ab, dass das halt nicht so ist und entschuldigt
beschäftigt sich mit einer Ode an die Mulle. Und ist dann noch ein sehr schönes Bild des Autors mit einem Mull, die dann noch Frieden schließen. Sehr schön. Also das fand ich dann schon wieder sehr, sehr gut. Dass der Fährmann Willi heißt, hat mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Anspielung auf den Autor Willi Fährmann ist. Gibt es ja da irgendwelche, die mal aneinander geraten sind? Weiß ich nicht. Ja, müsst ihr mal nachfragen. Ich hatte nach den ersten Adams von Gut, die hatte ich, also ist ja schon ein paar Jahre her, dass die erste erschienen ist. Da war ja noch Andreas Fröhlich schon ein bisschen insgesamt sehr runder, also muss ich sagen. Also so auch, also der Witz war okay, also das ist jetzt klar, man merkt, das ist so ein verkappter Peranaler durch die Galaxis, so eine Art Hommage an Douglas Adams, was ja auch schon aus dem Namen klar wird, aber ich fand's ganz okay. Also war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, oh nee, muss nicht sein. Ich fand's ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Also so ab und an waren es vielleicht zu lang, ein bisschen. Der Veritäten doch ein bisschen zu viel. So verliert sich das so im Mittelteil so ein bisschen. Okay. Aber es sind tatsächlich ein paar richtig gute, schräge Ideen dabei. Aber das ist aber auch hier Humor, da kann man ja ist halt immer schwierig wirklich drüber streiten. Ja. Oder auch nicht. Weil eben jeder einen anderen hat. Genau. Ja. Die Katze und der Kanarienvogel, das wäre das nächste, was wir auf dem Zettel hätten. Das Kruselkabinett, Folge 84 und 85, wollten wir eigentlich im letzten Monat schon vorgestellt haben, haben wir irgendwie, Alzheimer sei es geschuldet, geschlappert. Ist mir ein Rätsel, aber dann ist es halt jetzt heute in den Resten mit drin. Es kam auch im März schon raus. Ja, Katze und Kanarienvogel konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Es ist auch eine Art indisches Tuch. Es geht um eine Testamentseröffnung und es gibt einen Erben, beziehungsweise man weiß nicht so genau, wer der Erbe ist, weil der in einem verschlossenen Umschlag steht. Und das ist eigentlich mehr ein Krimi wie eine Gruselstory. Ja, und das ist halt, das Schöne ist, das hat so was Theaterhaftes. Es spielt mehr oder minder in Echtzeit. Ja. Also das ist schon eine sehr besondere Folge, finde ich. Hat mich so, das ist Quatsch natürlich, an die seltsame Gräfin so von der Art erinnert. Also es ist halt wirklich dieses Theaterhafte da drin. Es ist ja auch ein Theaterstück. Und das merkt man irgendwie die ganze Zeit. Also diese räumlichen Wechsel und so, das passiert alles auf sehr eingeengtem Raum eben in diesem fast Haus. Kammerspielartig, Das hat was Kammerspielartiges, ja. Und das finde ich schon besonders an der Folge. Und das macht die Folge auch besonders. Also es sind keine großen Gruselmomente drin, klar. Mhm. Es ist auch tatsächlich irgendwie mehr Krimi gefühlt immer. Es hat vielleicht auch nichts beim Gruselkabinett verloren, das weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist mir das jetzt wurscht. Das ist eine hörenswerte Doppelfolge. Wer sich von diesem Grusel im Gruselkabinett ein bisschen verabschieden kann und wer jetzt da nicht drauf beharrt, dass das unbedingt Horror sein muss, der wird hier, glaube ich, ganz gut unterhalten. Ja. Ja. Das bestimmt, ja. Ja, ist halt das Problem, dass man da halt so im Gruselkabinett halt wahrscheinlich was anderes erwarten würde. Da vielleicht mit der falschen Erwartungshaltung entsprechend an diese Story rangeht und dann vielleicht enttäuscht sein würde, weil man halt eben denkt, ich habe mich ja jetzt gar nicht gegruselt. Wobei das ja auch eher selten bei Titane ist. Wobei, also jetzt schon eher. Wir kommen ja jetzt zum nächsten. Ja, genau. Und zwei zwar Folgen. Zu 86, die anders. Kreatur. Und die Kreatur, die ist schon weitaus gruseliger. Also ja, das ist eine relativ simple Geschichte eigentlich. Man hat also so einen kauzigen Nachbarn gesprochen von Manfred Lehmann. Den hört man ja irgendwie auch selten. Ne? Ja, stimmt, ja. Ist gut besetzt, finde ich. Der macht das auch recht gut. Also die Hauptfigur ist bei diesem kauzigen Typ, lernt ihn so kennen und dadurch natürlich der Hörer auch. Und man bekommt mit, dass es mit diesem Typen irgendwas auf sich hat, dass der irgendwas verbirgt. Das ist natürlich schön fürs Hörspiel. Man hört, während man den beiden quasi zuhört, wie sie so gemütlich im Hause sitzen, Geräusche von oben. Mhm. Und diese komischen Geräusche, die vermehren sich. Und dann häufen sich auch auf einmal komische Unglücksfälle. Und man ahnt schon, dass das eben auch mit diesen komischen Geräuschen zu tun hat, die da auf dem Dachboden vor sich gehen. Und dem ist dann in der Tat so. Und das Ganze beschleunigt sich dann sehr rapide. Das geht dann sehr, sehr schnell am Ende, finde ich. Das ist vielleicht vom Tempo her ein bisschen merkwürdig. Und endet in einem für Gruselkabinettverhältnisse ziemlich drastischen, expliziten, also explizit im Sinne von direkten Finale. Mhm. Das hat man irgendwie, also gefühlt beim Gruselkabinett auch irgendwie selten, dass es das dann so direkt zur Sache geht, so richtig.
Ist aber sehr schön eingefangen, finde ich, auch akustisch sehr, sehr schön gemacht und ist eine sehr runde Geschichte dann letztlich, auch wenn das Tempo vielleicht ein bisschen, also es ist ein bisschen komisch, dass das dann so ratzfatz am Ende anzieht. Aber ja, es ist im Vergleich zu, dass es relativ lange dauert, also man hält ja die Spannung relativ lange, weil es so relativ früh ist ja schon klar, da passiert irgendwas, also in diesem, da ist ja irgendwo, ich glaube schon in der ersten Szene, oder? Dass es da schon klar ist, da ist irgendwo ein Grund vergraben, wo es jetzt spannend wird. Normalerweise hat man es ja oft bei Schauergeschichten so, dass es erstmal so eine Idylle gezeichnet wird und das dauert dann relativ lange, bis es dann tatsächlich mal zur Sache geht. Und hier passiert ja schon relativ früh was und diese Spannung wird dann noch lange gehalten und geht dann tatsächlich am Ende ein bisschen holterdiepolter. Also das ist ja in wenigen Minuten ist ja das ganze Finale schon rum. Ja, und ist auch kein Nachteil. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Weil, wie gesagt, der Spannungsbogen lange gehalten werden kann. Ja. Also eine gute Folge, die allerdings vom Nachfolger nochmal um Längen geschlagen wird, denn die 87 ist ein Knaller, Alraune. Ja, das ist, was für eine Geschichte. Ich würde mich fast hinreißen lassen, zu sagen, das ist die beste Folge des Gruselkabinetts. Ah, so weit also würde ich vielleicht nicht. Ich wüsste nicht, welche besser wäre. Familie des Vampirs hängt mir immer noch so nach. Die fand ich so großartig damals. Und den Frankenstein fand ich aber auch gut. Aber also die Geschichte ist halt total überraschend, weil, also ich habe von der Geschichte vorher noch nie was gehört. Karl-Heinz Evers ist das, ne? Oder wie heißt der? Hans-Heinz Evers. Hans-Heinz Evers. Also von Clarimont. Der Spinne, genau. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Geschichte mit so viel menschlicher Verderbtheit, so viel geballte menschliche Verderbtheit, die sich da auftürmt in dieser Geschichte. Eigentlich was alle Personen anbelangt, da ist so viel Verdorbenheit drin, das ist eklig. Das ist unglaublich eklig. Wirklich von Anfang an, von dieser absurden Idee, diese eklige Kreuzung da zu machen, um dieses Wesen zu schaffen. Dann von der Person selber, die dann moralisch nicht nur fragwürdig, sondern es ist erschütternd wirklich, wie die mit ihrer Umwelt umgeht, diese Alraune, und Leute gegeneinander ausspielt. Das ist wirklich permanent erschütternd bis zum bitteren Ende. Wobei ich finde, dass es, was da so wunderbar gelungen ist, dass man diese Figur ja trotzdem als Protagonist irgendwie wahrnimmt. Also die ist zwar furchtbar abstoßend, aber sie wirkt, wie soll ich denn sagen, sie wirkt nicht so als Figur nicht abstoßend. Also man nimmt die eher noch als Protagonist als Antagonist wahr. Sie ist ja trotzdem ein Mensch. Und, und das wird dann spätestens, als sie dann eben mit dem Erzähler näher kommt, wird einem das auch, nähert man sich hier auch an, was vorher dann vielleicht nur abstoßend war. Ja, das ist sehr, sehr, sehr clever. Jo, aber also da muss man schwer durchatmen jedes Mal. Ja, also ich bin von dieser Folge absolut begeistert. Ja, fällt bei dir auch ein Hund oder ist das mein Hund und dein Ejo? Ich glaube, das ist dein Hund. Oder? Bin ich hier im Studio? Ja. Ist da jemand im Schrank? Gott. Ich glaube nicht, alles gut. Alraune? Alraune? Nein. Gut, dann mache ich jetzt den Rest der Sendung allein. Nee, sie treibt ja eher die Leute ins Verderben. Also sie macht das ja nicht so direkt, ne? Boah, ja, und das ist auch so krass, wo das dann gebrochen wird, wo sie mit ihrer eigenen, das erste Mal mit ihrer eigenen Geschichte dann konfrontiert wird. Boah, das sind so krasse Szenen da drin, echt. Ja. Und da häuft sie, also es ist wirklich eine krasse Szene an die nächste dran. Boah, das ist echt richtig gut. Also das müsst ihr auf jeden Fall euch anhören. Ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Auch Zartbeseitete, ist mir wurscht, hört euch das an. Ja. Dann, jetzt geht's zum kleiner Bruch. Ein bisschen, ja. Wir sammeln uns wieder kurz. Ja, Tony Ballard, Folge 17 ist auch rausgekommen im März und das haben wir jetzt auch noch nachzuholen. Ich jagte das rote Skelett, heißt das gute Stück, und es geht tatsächlich um die Jagd nach einem roten Skelett. Und also ich bin ja wirklich, ich gebe mir wirklich Mühe und versuche das gut zu finden und denke, ach komm, nimm's einfach mal, wie es ist, und es ist ein Trash-Hörspiel, aber ja, es ist halt auch noch langweilig, das ist halt das Problem. Ja, das ist, das wird halt einfach, es wird nicht alles gut vorhersehbar erzählt. Und es wird einfach nicht gut erzählt auch, dieses Stolpern und dann in den Ich-Erzähler rein stolpern. Also ich stoße mich mittlerweile tatsächlich vor allem an dem, und dann gibt es wirklich Szenen, die dreimal erzählt werden, mehr oder weniger. Genau. Das ist Hanebüchen, das darf einfach nicht passieren, das blockiert jedes Mal den Rhythmus und das Tempo. Das, was so ein Hörspiel, so eine Art Hörspiel dann zumindest auf jeden Fall haben müsste, ist eine gewisse Form von Spannung und Tempo, dass halt dann wirklich was passiert, und das wird jedes Mal durch diese komische Art des Erzählens ausgebremst, sodass ich wirklich manchmal schreiend vor dem Player war. Jetzt lass das doch. Es ist echt sehr problematisch, und
ich kann sowas echt nicht mehr hören. Das, nee. Ich weiß doch nicht, was. Ich meine, man versucht da im Stil der 70er Jahre Hörspiele zu erzählen und das gelingt überhaupt nicht. Also, es ist nicht mal ansatzweise so. Also, es ist. Ich weiß ja, da müsste vielleicht mal einen gescheiten Skriptautor ranlassen oder vielleicht mal irgendwas probieren, dass man sagt, man sich von diesem Dogma da mal zu verabschieden, versuchen, was Neues zu schaffen. Aber das, ich meine, wenn ich eine 70er-Jahre-Folge, dann hole ich mir die auf dem Flohmarkt, dann kaufe ich mir die doch nicht neu. Ich meine, das ist ja auch nicht so, dass ich ins Autohaus gehe und sage, guten Tag, ich hätte gern ein Opel Kadett. Das will doch heute keiner mehr. Ja, oder? Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja, ich glaube, das ist auch so. Also wenn, hole ich mir einen alten und fahre den als Oldtimer, aber ich würde doch nicht dahin gehen und würde sagen, oh, hier, Auto ohne Klimaanlage und ohne ESP, das ist es jetzt. Und genauso ist das. Leider. Also. Und das Ganze ist dann noch irgendwo zusammengeschustert. Die Leute, die dann irgendwas nachbauen wollen. Und das funktioniert nicht. Also entweder holt euch richtige Leute da dran und setzt richtige Leute, die da Ahnung haben in Regie und Skript. Aber nur gute Sprecher reißen es dann auch nicht. Weil wenn die nicht wissen, was sie machen sollen, ist halt auch schwierig. Ja, haut nicht hin. Hauptproblem ist für mich einfach die Bearbeitung der Vorlage, ja, die halt einfach wahrscheinlich gar nicht stattfindet. Ich habe keine Ahnung, wie das dann wirklich passiert. Also das klingt für mich so, als hätte man 1:1 teilweise einfach den Text übernommen und dann ab und an versucht, da hörspieltechnisch noch was dran zu drehen, was aber echt jedes Mal bremst und überhaupt nicht funktioniert. Ja, tut mir leid, aber ich kann echt auch nichts anderes sagen. Und ich glaube, das war jetzt wirklich meine letzte Toni Ballard-Folge. Also ich will das nicht mehr hören. Nee, echt nicht. Ich reg mich da, ich habe mich wirklich auch wieder aufgeregt. Und das, nee. Das ist ja in deinem Alter nicht gut. Druck und so. Ja, muss ja aufpassen, ne? Ja, eben. Dann doch lieber. Ruckzuck klopft der Fährmann an die Tür. Willi, ja, gib mir noch ein paar Münzen mit. Dann haben wir noch einen, den Holmes. Genau, den hat Lennart ja im letzten Monat schon vorgestellt. Das machen wir jetzt immer so. Das ist echt gut, also ist praktisch. Ja, und wir sagen jetzt, dass der Lennart recht hat. Der hat recht, Punkt. Ja. Das ist einfach. Ja, Sherlock Holmes, ein Skandal in Böhmen. Das kam auch bei Titania Medien im März raus. April. April, ja. Wie komme ich denn jetzt auf März? Wegen Toni Ballard. Ach, Toni Ballard steht, ja, oh Gott. Ganz ruhig, alles gut. Sag nicht Toni Ballard, das bringt mich total raus. Holmes kriegt einen Brief von einem böhmischen Adelsgeschlecht, also vom Hof des böhmischen Königs und wird dann gebeten, ja, eines Fotos habhaft zu werden, das den Thronfolger in einer zweideutigen Position zeigt, die es verhindern würde, wenn dieses Foto ans Licht käme, dass er seine auserwählte Prinzessin heiraten könnte und was natürlich dann zu immensen Verwicklungen im politischen Geschäft führen würde. Es ist ein relativ bekannter Fall. Es ist das Auftreten von Irene Adler. Die wird ja eine ähnliche Berühmtheit sein wie Professor Moriarty, wo sie auch, glaube ich, nur in dem einen Fall vorkommt. Das gibt es, glaube ich, nur einmal. Das ist wie bei Moriarty, den gibt es auch nur einmal. Gut erzählt, gut dargestellt und spannender Holmes-Fall. Klar, wenn man ihn kennt, ist es natürlich nicht so besonders alles überraschend. Aber es ist dieser Clash zwischen Irene Adler und Holmes wird ganz gut dargestellt. Das ist auch nicht immer der Fall bei Holmes-Stories. Also das fand ich schon sehr gelungen. Ja, vor allem insofern, toll gespielt. Also das lebt vor allem von den tollen Darstellern und von der Atmosphäre, die geschaffen wird. Das ist schon sehr, sehr gut. Das waren mir die Reste. Das waren die Reste, Mensch. Achso, wir wollten ja noch unsere Nachfolge, was wir noch so haben, was wir noch so gehört haben in letzter Zeit. Unser Außerdem. Genau, da haben wir ja einiges jetzt zum Beispiel schon im Radio vorgestellt, zu Cruise zum Beispiel, das wäre sowas gewesen, was wir euch noch empfehlen können. Die Wallfahrt aber auch schon. Klaus Barbie. Ja, Klaus Barbie, da müssen wir eigentlich echt ein paar Worte verlieren. Das ist ja schon sehr, sehr speziell. Das ist ein ellenlanges Ding, das dauert weit über 175 Minuten. Das ist ja irre. Und das ist nicht wirklich ein Hörspiel, das ist eine Mixtur aus Dokumentation, Feature, aber eben auch Hörspielszenen. Und jetzt muss ich mal blöd fragen, ist das nicht sogar Originalmaterial? Ist das oder ist das alles gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Also mir kam das immer so vor, als wäre das da teilweise dann auch Originalmaterial, was da drin ist. Weil so wie er da, also wenn, dann ist das sensationell gespielt. Gemacht, ja. Also wie er in seiner selbstherrlichen Überheblichkeit da auftritt, das ist irre. Da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter jedes Mal, wenn er auftritt. Und diese Geschichte ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja Wahnsinn, was da passiert ist. Man muss sich vorstellen,
der CIA in Verbindung mit dem Vatikan und dem Roten Kreuz sorgen dafür, dass dieser Kriegsverbrecher hier nach Südamerika kann. Was ist das denn bitte? Ja. Boah, das ist so absurd. Ja, so ist das Leben. Das ist doch zum Kotzen. Wenn man sich das ausgedacht hätte, würde man sagen, ihr habt einen in der Waffe. Ja, aber sowas von. Ne, und wie er dann hier in seiner selbstherrlichen Art dann auch noch hier Politik mitbestimmt, über Jahrzehnte hinweg, und dann gekidnappt werden muss, um nach Frankreich zu kommen. Also es ist eine völlig absurde Geschichte, die wahr ist und die man sich einfach anhören muss. Das ist so absurd, dass man glaubt das wirklich nicht. Irre. Es ist aber tatsächlich, also muss ein bisschen einschränken, muss ich sagen, also es ist weniger Hörspiel als Feature. Ja, aber ich finde es so gut aufbereitet. Du hast ja bemängelt hier, dass ihm zu viel Raum gegeben wird, ne? Ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Also dass man ihn zu sehr, ja, gerade weil er sich immer nur so positiv darstellt und so das alles verharmlost, das überträgt sich halt irgendwann. Irgendwann nimmt man diesen Schrecken gar nicht mehr als so schrecklich wahr. Also das verwässert so ein bisschen das Ganze. Ja, nicht emotional gekontert, sondern es kommt halt dann immer der die Recherche eben gemacht hat, der kommt halt dann immer quasi direkt im Anschluss zu Wort und macht das halt immer sehr, sehr sachlich. Man hat ja diesen Bruch auch reingenommen. Also man hat ja auch da an einer Stelle sagt man ja auch, ob das so sinnvoll ist, dieses Material so quasi, also ihn erzählen zu lassen und man sich dann doch entschlossen hat, das so zu machen, weil man es ja halt kommentiert. Ja, schwierig. Aber ich weiß nicht, ob es in dieser Masse, ob es da nicht, weil halt ja wirklich, er nimmt ja einen immensen Raum ein und ist ja praktisch agiert er ja und alles andere reagiert nur. Also es reagiert der Kommentator, es reagieren die Figuren wie Beate Glasfeld zum Beispiel, die reagieren ja nur quasi auf die Sachen, die er macht. Also sie sagen ja nur, wie sie dann mit der Situation dann umgegangen sind. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Das ist aber immer so, das habe ich aber auch bei diesen ganzen Guido Knopp-Hitler-Dokus und sowas, dass diese Sichtweise aus dieser, dass das halt so viel Raum gegeben wird, dass das halt ein bisschen verwässert und so ein bisschen so als das Normale gesehen wird und dann, weil es halt eben nicht von der Warte von außen betrachtet wird. Also mir fehlt da so ein bisschen der Objektivismus. Aber das Besondere bei ihm ist halt, dass von ihm tatsächlich halt quasi original eigene Ansichten existieren, niedergeschrieben als auch, also wenn ich das jetzt richtig deute, auch aufgenommen. Ja. Und das macht seine Figur halt innerhalb dieser Kriegsverbrecher dann doch besonders und vielleicht hat man deswegen ihm so viel Platz gegeben. Ja, kann sein. Ich meine, gibt ja insgesamt viel Raum, also man hat ja mit 175 Minuten ist das Ding ja auch extrem lang, sodass man auch mal viel da reinpacken konnte. Ich bin nicht weggekommen davon, das war echt krass. Ich habe das angefangen, ich bin nicht mehr weggekommen. Naja, das habe ich auch in einem Stück gehört. Ja, also das kann man sich, sollte man sich anhören, weiß ich jetzt nicht. Also, wenn einen die Thematik interessiert, auf jeden Fall. Ja, es ist noch im Hörspielspeicher enthalten, also es gibt noch der WDR hat ja seine Sache immer etwas länger am Laufen. Nur gerade mal gucken. Was da auch drin ist, ist zum Beispiel das Hörspiel German National Tours. Das haben wir auch noch. Hast du es gehört? Ich habe es leider nicht mehr gepackt. Hast es leider nicht mehr gepackt. Darin geht es um eine fast witzige Ausgangssituation. Es geht um ein Reiseunternehmen, das Touristen durch die national befreiten Zonen im deutschen Osten führt. Also bitterböse Ausgangssituation, dass man diese zum Teil aufgegebenen Gebiete im Osten, wo also die Faschisten quasi schon kommunalpolitisch die Macht erobert haben, quasi als eigen besetzt ist, dass man die aufgegeben hat und die jetzt quasi als Touristen. Das Problem ist jetzt, dass die Nazis die Busse da nicht mehr reinlassen wollen und man baut jetzt dann quasi so einen eigenen Kosmos auf, um dieses Reiseunternehmen am Laufen zu halten und das geht gehörig schief. Das ist eine bitterböse Satire. Mit dem großartigen Martin Brambach mal wieder. Also den finde ich also mittlerweile, je öfter ich ein Hörspiel höre, desto großartiger finde ich ihn. Also ist ja eh ein begnadeter Schauspieler, aber so in Hörspielen fällt er mir erst die letzten Zeit besonders auf. Es gibt es auch noch im WDR Hörspielspeiser, heißt German National Tours, findet ihr da zwischen den ganzen anderen Hörspielen, die noch da zum Download angeboten werden, von The Cruise bis Klaus Barbie bis zu Jekyll und Hyde. Hört rein, lohnt sich. Ja, nutzt das. Ja, dann noch kurz, weil wir es ja mit Patrick, ob ich das letzte Mal hatten oder das vorletzte Mal, die Knickerbocker. Ich habe in die Musical-Folge jetzt tatsächlich reingezogen und ein paar Folgen mehr. Es ist schon,
Es ist schon sehr speziell. Aber es ist, ich weiß jetzt auch wieder, was mich so ein bisschen verwundert hat, ist tatsächlich dieses Österreichische. Ja, jetzt wissen wir ja, wo es herkommt. Das ist schon schräg, wie die vier agieren. Ja, und also diese Musical-Folge, wer auf schräge Sachen steht, der sollte mal danach Ausschau halten. Das ist speziell. Ja. Ich fand es tatsächlich bedingt witzig. Ja, ich habe ein bisschen so zu kämpfen gehabt. Diese Lieder sind teilweise super, also ich fand die teilweise echt super, wenn man so dieses schreckliche 80er-Synth-Kram so ein bisschen innerlich abzieht. Bei mir ziehen sich da immer so ein bisschen die Nägel hoch, aber sonst ist das ja ganz witzig. Und zwar die Monster-Disco zum Beispiel und dann immer diese in Terzabständen gesungenen von diesem Hintergrundchor, die da immer so reinsingen, so richtig musical-mäßig. Das ist schon witzig. Also hat ein paar schöne Lieder, ist also von der Geschichte her, das ist echt für die Tonne. Die suchen sich irgendwie einen neuen Unterschlupf und einer von den Vieren hat eine Geisterbahn vererbt gekriegt. Der hat eine Geisterbahn vererbt gekriegt. Auch nicht schlecht. Ist ja normal. Und was machen sie natürlich? Sie wollen natürlich den Unterschlupf dann in der Geisterbahn machen und da ist dann aus, wie das zustande kommt, das ist so zusammengeschustert, da ist dann irgendwie eine Forscherin, die Müllmampfer erfunden hat und diese Unterlagen für die Müllmampfer werden dann von Professor Z geklaut. Und daraus hat man ein Musical gemacht. Ist, ja. Ja. Ist speziell, ja. Aber ist, also ich es kann nicht... Es schießt auch direkt. Ich kann echt dem Ganzen den Unterhaltungswert nicht absprechen. Auch bei anderen Folgen, die ich jetzt gehört habe. Ein Mitmachfall gibt's und sowas. Hat was, ja, hat was. Mhm. Aber ist speziell. Ja, das. Dann höre ich viel Schwarze 7 zurzeit. Ach, da muss man nicht viel dazu sagen. Ne? Das ist toll, das macht total Spaß. Das sind die Vetake-Hörspiele. Das macht total Spaß. Peter Schiff. Ja. Aber nicht nur Peter Schiff, sondern auch die mit Steffens ist, glaube ich. Ja. Ist da auch Santiago Ziesmer? Und Santiago Ziesmer, der ist der Chef, genau. der ist der Chef der Schwarzen. Und bei einer Version spielt auch Olli Rohrbeck mit. Das sind, glaube ich, zwei Teams. Oh je, jetzt begebe ich mich hier auf Glatteis. Ich sag mal lieber nichts mehr, sonst kommen hier die Nostalgiker und prügeln mich zum Dorf hinaus, dass ich das nicht weiß. Ist schon irgendwo vor der Tür, vielleicht könntest du schon vorstellen, dass die erste mit Fontana-Plakaten stehen, Schriftbannern. Wahrscheinlich. Das aber auch nur kurz. Aber was ich noch erwähnen wollte, ist, ich habe den Aufzug von Mariana Lecki gehört. Mhm. Das ist großartig. Das ist eine ganz simple Geschichte. Eine um ihre eigene Gesundheit besorgte, um es gelinde zu sagen, psychisch labile Frau bleibt im Aufzug auf dem Weg zu ihrem Arzt stecken mit einem Arzt. Und dieser Arzt, das ist halt quasi eigentlich genau das Gegenteil. Der ist eher ja von seiner Umwelt, ja wohl, nee, also sie beide verbindet, dass sie von ihrer Umwelt nicht so angetan sind letztlich. Aber also er ist so ein grimmiger Misanthrop und sie halt eher, ja, sie sieht halt eher so das Positive, obwohl es ihr ja nicht so gut geht. Auf jeden Fall ist eine sehr merkwürdige Konstellation von zwei Personen und das Ganze dreht sich halt in diesem Aufzug, während die beiden da drin stecken. Und dann spielt noch eine dritte Figur mit rein und das ist so witzig. Das ist ein Hausmeister und der Hausmeister ist offiziell auch quasi der psychische Berater in so einem Fall. Er liest halt dann immer aus so Handbüchern vor, die er dann so vor sich hat. Ja, in so einem Fall, da muss ich hier nach dem Protokoll erstmal vorgehen. Und das ist so schräg und witzig. Und das ist köstlich, wirklich. Das ist ganz toll geschrieben. Geht letztlich auch sehr zu Herzen. Diese Geschichte der beiden ist in Echtzeit, was auch irgendwie besonders ist und großartig. Das macht unglaublich viel Spaß. Man kommt da nicht weg. Den Aufzug könnt ihr im WDR-Hörspielspeicher noch finden. Nein, wirklich. Gibt's da auch noch. Ja. Großartig. Dann bitte. Also, ich habe gesehen, dieser WDR-Hörspielspeicher geht elendweit. Ich habe erst gedacht, die wären nur alle vier Wochen drin. Aber die sind zum Teil, sind dann auch Hörspiele aus Anfang 2013 drin. Also das solltet ihr euch mal tummeln. Ja. Also den Link könnte ich eigentlich auch mal in den Blog stellen, wo ihr das findet. Tipp. Also es ist fast schon wieder BR-Hörspielpool. Ich kann gerade mal gucken. Ja, 28. Mai. Also ein Jahr scheinen sie dann drin zu sein. Geil. Also sowas ist dann schon mal ganz gut. Es sind ja auch ältere Produktionen drin, also es ist nicht nur neue Hörspiele, sondern ist auch zum Beispiel das Kreuz vom Erlensee ist noch drin, Erlenberg. Also alles, was gesendet wird, scheint ein Jahr da verfügbar zu sein. Ja, tummelt euch. Gut ab. Ich habe noch eins gehört, das gibt es leider nicht mehr zum Nachhören, das war auch aus dem Vormonat, ABCDEE und ich, klingt ein bisschen seltsam, ist auch ganz interessant, es geht um Afrikaner, die als Flüchtlinge in Deutschland leben und von ihren Begegnungen mit der Polizei. Das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr subjektive Sicht auf diese Sache, insofern so alles muss man auch mit einem gewissen Abstand ein bisschen Vorsicht genießen, aber es zeigt schon ein sehr eindeutiges Bild, wie diese Menschen hier
Leben mit, wie großartig die hier willkommen gewesen werden, in Anführungsstrichen. Das ist wirklich sehr interessant. Also fand ich wirklich ein gut gemachtes Hörspiel, das auch fast schon Feature-Charakter hat, wobei es tatsächlich nur Spielszenen sind, Hörspielszenen. Aber es soll ja nicht nur unterhalten, sondern es soll auch die Augen öffnen. Das gelingt ihm ganz gut. Also falls das nochmal irgendwo läuft, haben wir das auch mal auf der Pfanne. Das würden wir dann auch bestimmt nochmal empfehlen wollen. Da muss ich auch gleich wieder an die Anstalt denken mit dieser krassen Abschiebeszene. Genau, ja. Ja. Ja, so viel zu den Resten. Ja, ab in Juni. Ich würde sagen, gucken wir in Juni. Thank you.